Die Hausgemeinschaft der Kapuziner in Gera. Bruder Berthold und seine Mitbrüder sind Nachbarn in dem großen Mietshaus. Hier wollen wir am Rande leben, der Stadt, an Menschen, die an den Rand gekommen sind. Sozial Geschädigte, Rausgefallene, Verschuldete, ja, so sozial schwache Menschen, die ihre Persönlichkeit sehr schwach ist. Und denen wollen wir Halt und Stütze geben, indem wir sie begleiten auf den Ämtern. Oder sie ermutigen zur Entziehungskur oder mit in Krankenheit begleiten. Oder da sind für die Kinder, die ja andere Ausgangsformen oder Lebensformen kennenlernen sollen, wie sie zu Hause erfahren, dass es auch anders geht. Menschen am Rande. Und wir wohnen bei ihnen. Kein Kloster, aber eben doch ein franziskanisches Ordensleben. Bei den Menschen am Rande. Statt Chorraum und Klosterkirche, 5 Quadratmeter in der Etagenwohnung, sind für Gebet und Meditation reserviert. Ordensleben ist ein Leben aus dem Glauben. Die Menschen hier haben von Gott wenig erfahren und sind offen für das, was, ja, was gibt's, was hat die Religion zu sagen. Das Wichtige ist die Menschlichkeit, das ist der erste Kontakt, Vertrauen zu schöpfen, Vertrauen zu wagen. Und dann fragen sie auch nach, ja, warum macht ihr das? Lernen da, können wir das auch lernen? Zeig uns das. Und ich sage zu Menschen, sagen sie mir, wie geht das Beten? Merke ich, es kommt was rüber, unsere Arbeit wird gesehen und dass sie trägt und dass sie menschenfreundlich ist. Und dafür bin ich froh und für mich sinnvoll, dass ich da bin. Was trinkst du denn mit? Was trinkst du denn? Du trinkst nur Wasser? Ja. Und du? Ich nehme Blau. Die Arbeit der Kapuziner im thüringischen Gera ohne Anbindung an feste Strukturen der Glaubensverkündigung und Begleitung bietet ganz eigene Erfahrungsmöglichkeiten. Die Mitte und die Rosen, die kriegst du. Rosen. Kindergeburtstag im Gemeinschaftsbereich des Hauses. In einer Umgebung, wo die geistige und körperliche Gesundheit belastet und Beziehungen gefährdet sind, sind die Kapuziner da. Sie gehen ihren Weg und hoffen, dass er auch anderen gut tut.